Hallo, Daniel Kraft ist mein Name. Ich bin von D9T in Ulm. Wir machen Clone Hosting. Und nachdem ich gehört hatte, unter anderem heute Morgen bei dem Talk vom Jens Klein, wie viele Leute hier alleine oder selbstständig Clone Hosting machen, vielleicht aus der Not heraus, dachte ich mir, ich zeige mal, worauf es nach meiner Meinung beim Hosting ankommt, auf was man achten muss, was für Features man braucht. Rechenzentrum, ganz klar, die haben ja alle Zugangskontrollen und Klimatisierungen sind mehrfach redundant, da braucht man nicht groß gucken, die machen da sehr viel Wirbel drum. In der Hosting-Umgebung, denke ich, so wie es der Jens Klein heute Morgen auch gesagt hat, Virtual Machines verschiebbar auf der Hardware, Restore aus dem Image sollte möglich sein, das macht das Backup-Leben ein bisschen einfacher. Hardware-Redundanz, RAID 1 oder ähnliches, fehlertolerante Hardware, apropos RAID 1, hat jemand eigene Server? Wer davon hat RAID 1 im Einsatz? Okay, das sind nur noch drei. Wer von diesen Personen kriegt eine Info, wenn eine Platte kaputt geht? Doch, fast alle. Immerhin. Das ist selten. Also die Umgebung, wo ich sonst reinkomme, sind nicht ganz so gut gebaut. Backups gehören für mich dazu, regelmäßig Restore-Tests auch, dass man das mal zurückspielt, guckt, ob es funktioniert, und zwar regelmäßig. Möglichst keine I.O. beim Backup, dafür muss man ein bisschen tricksen unter Linux. Backup natürlich in anderem Brandabschnitt oder Offsite, also außerhalb vom Rechenzentrum. Für die Sicherheit sind regelmäßige Updates nötig. Firewalls, Intrusion Prevention, also dass der SSH-Log zum Beispiel überwacht wird und die Firewall aktiv reagiert. Überwachung auf Sicherheitslücken. Logging Monitoring, Log-Analyse, Langzeitanalyse sind Dinge, die Server sollten zusammenloggen auf ein zentrales Logfile, wo es analysiert wird. Wenn irgendein Wert überschritten wird, muss der Admin eine SMS kriegen und möglicherweise sollte man sogar die Site of Performance überwachen mit einfachen Webtests. Das lässt sich grafisch ganz gut machen mit Sebix, kleiner Tipp. Webserver muss man natürlich in der Hand haben, die Domains konfigurieren, das Virtual Host Monster, das ist das kleinere Problem. Maintenance Page sollte man im Griff haben, Fehler, Zustände simulieren können. So, Plone sollte natürlich eingerichtet sein, Start-Stop beim Systemstart und Shutdown. Es sollte einen Admin geben mit einer Bereitschaftszeit und der sollte auch Plone-Kenntnisse haben, dass der die Maschinerie auch hoch oder runter fahren kann. Ja, das ist die Frage, macht man das selber oder warum vor allem? Oder nimmt man sich einen Profi? Wir machen Plone-Hosting seit 2008. Wir haben den Admin direkt an der Hotline, man kommt nicht irgendwo in einen Callcenter raus. Die Backups machen wir 20 Kilometer entfernt. Wir haben einen Plone-Wulm-Test entwickelt. Der dürfte noch relativ unbekannt sein. Ich führe den mal kurz vor, wenn das Internet funktioniert. Okay. Also jedenfalls ist es eine Software, mit der wir automatisiert unsere Plone-Hostings testen. Und wenn man damit eine Website testet, dann kommt raus, die Seite ist verwundbar nach diesem CVE, nachdem im letzten Jahr ein paar von diesen CVEs rauskommen sind, haben wir dieses Ding entwickelt. Sorry, dass ich ausgerechnet die Seite nehme, bei der ist völlig egal, dass die angreifbar ist, die wird sowieso jeden Tag neu aufgesetzt, das haben wir schon geklärt. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, und wir haben Tested Rollout, Demo für über 3 Minuten, Video, YouTube, suchen nach D9T und Plone. Das wäre alles, danke.